Ja, und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar begrüße ich den Politikwissenschaftler Professor Stefan Fröhlich hier bei mir im Studio. Professor Fröhlich, also Donald Trumps Ärzte, die versprühen Optimismus. Der Präsident selbst will keine Schwäche zeigen, sondern Stärke demonstrieren, begibt sich auf Spritztour. Was denken Sie, wird diese Strategie am Ende aufgehen? Seht her, sogar das Coronavirus kann mir nichts anhaben? Also ich glaube, es ist im Moment sehr schwer, also seriös prognostizierbar, wirklich. Das hängt natürlich auch von seinem Krankheitsverlauf ab. Wir wissen ja nicht, wie er noch reagieren wird und ob er tatsächlich schon eben über dem Berg ist, selbst wenn er heute entlassen wird. Auch davon natürlich, was in seinem Umfeld noch passiert, wie viele tatsächlich nicht nur positiv getestet werden, sondern am Ende eben tatsächlich vielleicht auch schwere Krankheitsverläufe verzeichnen. Das wird ganz entscheidend sein. Ansonsten, glaube ich, war nicht zu erwarten, das zeigt sich ja jetzt schon, dass dieser Präsident in irgendeiner Form geläutert ist. Da hatten aber manche Experten jetzt schon gerechnet, irgendwie, dass er demütiger wird. Ja, das hatte man ja auch so, als man seine Pressekonferenz aus dem Krankenhaus heraus, als man die verfolgte, konnte man ja erst mal so ein bisschen spüren, dass dieser Präsident angeschlagen war, ein Stück weit und vielleicht auch ein Stück weit demütiger. Aber ich glaube, wir haben das gesehen heute Morgen, die Reaktionen, die ersten Twitter-Meldungen von ihm signalisierten, er versucht und will allen zeigen, dass er kraftstrotzend aus dem Krankenhaus am Ende entlassen wird und diese Krise und diese Epidemie, die Pandemie und die Infektion eben gut übersteht. Und das wird natürlich sein Image, insbesondere unter seinen Wählern, in seiner Wählergruppe, wird das natürlich einmal mehr bestätigen und auch, sagen wir mal, befeuern. Die Frage ist, wie die anderen damit umgehen. Nicht nur die Mehrheit in der Bevölkerung, sondern vor allen Dingen die unentschlossenen Wähler, von denen wir, um die wir uns in den nächsten Wochen mit Sicherheit am meisten kümmern müssen, an die uns interessieren müssen. Denn sie werden ausschlaggebend sein. Gar nichts. Wir sehen auch nichts in irgendeiner Form. Es gibt erste Blitzumfragen, die aber noch keine Veränderungen in den Prognosen zeigen. Noch liegt Biden nach wie vor unverändert in den gleichen Margen etwa vorne, also bei 8% landesweit im Schnitt. Das ist ein gutes Polster. Daran hat sich nichts geändert. Und wir wissen wenig darüber, wie sich das Einzige, was wir sagen können, dass in den Swing States, in den Staaten, die entscheidend sind, wo wir also das größte Potenzial an Wechselwählern haben, dass es da etwas enger geworden ist, die Abstände etwas geringer als in den Wochen zuvor. Also insofern ist das sehr, sehr schwer prognostizierbar. Ja, aber Trump wollte ja eigentlich ganz andere Themen in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs stellen. Das kann er jetzt vergessen, oder? Das kann er insofern vergessen, denn seine Hauptaussage war ja die letzten Wochen, so hat er sich ja auch im TV V-Duell gezeigt, wir haben es eben noch gesehen und gehört, die Krise ist eigentlich überwunden, wir haben das im Griff und jetzt wird die Wirtschaft auch wieder anlaufen und jetzt fällt ihm diese Krise auf die Füße sozusagen und es trifft ihn selbst. Und das ist eigentlich sein größtes Problem, denn es entlarvt sozusagen und enttarnt seine Kernaussage als eine, die auf sehr, sehr tönernden Füßen stand und dass wir mitnichten so weit sind, dass wir diese Krise und die Pandemie in irgendeiner Form, wie er es immer versucht hat, runterspielen können. Und das wird für ihn sehr, sehr schwer sein, denke ich, auch mit Blick auf das, was er plant, um die Wirtschaft wieder, das Land weiter zu öffnen und eben die Wirtschaft in den Griff zu bekommen und wieder anzukurbeln, auch wenn im Moment parallel übrigens im Kongress verhandelt wird, einmal mehr über ein neues Fiskalpaket, das die Wirtschaft stützen soll. So, was machen jetzt aber die Demokraten in diesem Wahlkampf? So richtig hart angehen können sie Donald Trump ja momentan nicht. Nein, das tun sie auch nicht. Biden hat das ja auch gezeigt. Also was er tut, was ist interessant ist, dass das eigentlich praktisch parallel zu dem Zeitpunkt passiert, da Biden, so hat man das Gefühl, so ein Stück weit aus seinem privaten Domizil herauskommt und mehr Wahlkampf betreibt und mehr wieder in die Staaten geht, auf Kampagnen geht. Das ist ganz interessant. Aber ich denke, er hat das ja auch signalisiert. Schadenfreude, das passt auch nicht zu den Amerikanern, auch mehrheitlich nicht. Also wer meint, dass das jetzt irgendwie in Schadenfreude enden würde, der, glaube ich, sieht sich enttäuscht. Aber ich glaube auch nicht umgekehrt in großes Mitleid, weil viele meinen, vielleicht könnte auch das ein Effekt sein. Ein Mitleidseffekt mit dem Präsidenten, das darf dieser auch nicht erwarten. Also insofern glaube ich, dass wir sehr schnell wieder bei der Normalität sein werden und bei der Ausgangslage vor der Infektion, wenn jetzt der Krankheitsverlauf so ist, dass der Präsident sich relativ rasch wieder stabilisiert. Wenn das nicht ist, dann kommen noch ganz andere Probleme auf uns zu. Das ist klar. Alles hängt ab, wie die Krankheit bei Donald Trump nun verlaufen wird. Vielen Dank, Professor Fröhlich, für Ihre Einschätzung.